Organspende und Organhandel, was ist das eigentlich? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Um Organe spenden zu können, muss man mindestens 14 Jahre alt sein. Bis 16 Jahre braucht man eine Zustimmung der Eltern. Ab 16 Jahren darf man allein entscheiden, ob man seine Organe spenden möchte oder nicht. Das ist aber derzeit noch gesetzlich umstritten. Wenn jemand tot ist, wird der Körper von zwei voneinander unabhängigen Ärzten untersucht. Wenn die Ärzte sagen, dass er hirntot ist, dann wird der Patient an eine Maschine, die den Blut- und Atmungskreislauf intakt hält, gehangen. Wenn er einen Organspendeausweis dabei hat und er diese Spende ablehnt, werden die Maschinen ausgeschalten und die Organe sterben ab. Wenn er unter 16 Jahre alt ist und keinen Ausweis dabei hat, werden die Eltern über das Verfahren entscheiden. Wenn durch den Organspendeausweis oder durch die Angehörigen die Organtransplantation zugestimmt wird, muss der Patient nach Krebs oder HIV untersucht werden. Wenn der Patient keine von diesen beiden Krankheiten hat und gute Organe oder Gewebe hat, werden die Daten an die Zentrale für die Organvermittlung überliefert und zur Spende freigegeben. Sobald ein passender Empfänger gefunden wurde, wird dem Spender das benötigte Organ oder Gewebe entnommen und dem Empfänger eingesetzt. Es können folgende Organe gespendet werden: das Herz, die Lunge, die Leber, die Nieren, die Bauchspeicheldrüse und der Darm. Außerdem kann man auch folgende Gewebe spenden: die Horn- und Lederhaut der Augen, Herzklappen, Haut, Blutgefäße, Knochen, Knorpel und Weichteilgewebe, sowie Gewebe, die aus Bauchspeicheldrüse oder Leber gewonnen werden. Gewebe werden aber nicht direkt übertragen. Sie werden in Gewebebanken zwischengelagert, bis sich ein Empfänger gefunden hat. Und jetzt erzähle ich euch etwas über den Organhandel. Organhandel bedeutet in Deutschland den gewinnorientierten Umgang mit menschlichen Organen unter Verstoß gegen das Transplantationsgesetz. Schon heute gibt es Lagerstätten, in denen Menschen zur Ersatzteillieferung geparkt werden. Nicht in London, nicht in Berlin, aber in konzentrationslagerähnlichen Gefängnissen in China, in den Notgemeinschaften indischer Slums, Bombay oder Kalkutta. In Indien zum Beispiel wurden in 25 Jahren 100.000 Nieren verpflanzt, illegal für den Export. In Pakistan werden reichen Europäern und Arabern heimische Organe eingepflanzt. In den Ex-Tyranneien des Ostblocks stehen regelrechte Menschenzwinger. In Bulgarien, Moldawien, Ukraine. Aufträgen des Boomlandes, Organhandels, Brasilien. Die zunehmende Verknappung legal verfügbarer Organe jagt auch deutsche Patienten in die Verzweiflung illegaler Beschaffung. Oder noch weitaus häufiger, in den Tod auf der Warteliste für Transplantationen. 3 bis 4 Menschen pro Tag sterben mittlerweile an dem zwischen Politik und Ärzteschaft organisiertem Chaos, in dem sich Gesetzgeber, Ärzte, Krankenhäuser und Organvermittler verbittert die Schuld für die sinkenden Spenderzahlen zuweisen. Ein Chaos, in dem die Kranken und Todgeweihten alleine gelassen werden. 50.000 Patienten gibt es, 12.000 stehen auf der Warteliste. Viele von ihnen suchen heimliche Auswege, legale oder halblegale. Gut 660.000 Menschen warten weltweit auf eine Organtransplantation. Daten der WHO für das Jahr 2010 zeigen, dass insgesamt 106.879 Organe transplantiert wurden. Davon wurden schätzungsweise 10% illegal transplantiert. Nieren machen mit 68,5% den Großteil der Transplantation aus, gefolgt von Lebern mit gut 20%. Für beide Organe sind Lebensspenden möglich. Für die meisten Patienten, die sich für den illegalen Kauf eines Organs entscheiden, ist es die letzte Möglichkeit, ihr Leben zu retten. In der Regel reisen Patienten aus relativ reichen Ländern in relativ arme Länder, um dort ein Organ transplantiert zu bekommen. In diesen Ländern wird das Verbot des Organhandels nicht so konsequent durchgesetzt wie in den Heimatländern der Patienten. Die Weltgesundheitsorganisation hat dem illegalen Organhandel 2007 einen der wenigen Berichte über diesen illegalen Markt gewidmet. Der Bericht offenbart, dass eine kurze Internetrecherche genügt, um mit Vermittlungsorganisationen in Kontakt zu treten. So wurde auf einer Internetseite damals Nieren für $85.000 auf den Philippinen angeboten. Ein chinesischer Anbieter offerierte eine Niere für $70.000. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet was über Organspende lernen.
Schaut doch gerne auf unserem YouTube-Kanal Easy School vorbei. Dort findet ihr das ganze Video auch nochmal. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.